So, ich habe hier etwas vor. Wartet mal. Haha, willkommen zurück zu Just Cause 2. Mal gucken, ob ich die Landebahn treffe. Oh, ich werde schon beschossen. Ich muss hier nur irgendwie rumkommen. Wo ist denn die Landebahn? Ach, rechts. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal, ohne das Ding wieder in den Graben zu setzen. Das sieht aber brauchbar aus. Wow. Wenn ich jetzt nicht hier dran hängen bleibe? Natürlich, aber es ist noch nicht so, dass ich ganz hängen bleibe. Ja, bremsen. Sehr schön. Jawohl, meine Freunde. Das sieht doch aus, als könnten wir hier mit dem Vögelchen abheben. Einmal so. Und tschüss. Jetzt haben wir es doch. Sehr schön. Dann können wir uns nämlich diesmal auch mal ein Ziel suchen, was ein bisschen weiter entfernt ist. Und zwar, jetzt haben wir hier ganz viel bei den Blauen gemacht. Ah, der weiße Tiger. Guck mal, das ist doch mal was Interessantes. Da will ich hin. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Das sieht nämlich auch sehr hügelig aus. Haben wir da vielleicht sogar noch einen Flughafen in der Nähe? Wo man sicher landen könnte? Ja, da, aber das ist doch zu weit. Joa, ich kann das Ding ja auch auf dem Wasser landen, oder? Oder hier auf der schönen geraden Straße? Ich versuche einfach mal erstmal dahin zu kommen. So, also, ab geht die Post. In die andere Richtung. Zeigen wir mal was Neues hier. Da waren wir nämlich noch nicht. 11 Kilometer, dafür habe ich ja genau das richtige Fahrzeug, dass man dann da mal was schneller hinkommt. Und nicht immer 3 Stunden reisen muss. Und man reist mal auf spektakuläre Weise. Aber eine Mission habe ich auch noch irgendwann mal vor, wenn ich dann nochmal an dem Flughafen bin. Ich will auf den Mile High Club. Was es da gibt, möchte ich wissen. Da gibt es aber auch ein Achievement für, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wunderbar. Dann, na, nur noch 8 Kilometer. Guck mal, von 11, das sind schon 3 weniger. So war gut. Da kommen wir doch flott hin mit dem kleinen Jet hier. Wenn jetzt noch Passagiere an Bord haben könntest, das wäre schon lustig. Ah, was ist das für eine hässliche Insel? Die ist irgendwie. Der weiße Tiger. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Wir haben ja lange Ruhe vor ihm gehabt. Aber jetzt wird es dann doch mal wieder Zeit, wa? 5 Kilometer. Das sieht so ein bisschen wüstenmäßig aus hier. So kleine Dörfchen mitten in der Wüste, so Blaine County. Oh, ich vergleiche es schon wieder. Aber das liegt doch irgendwie nahe. 3 Kilometer. Ach, das ist da unten das Dörfchen. Da kriege ich irgendwie nicht gelandet. Never ever. Obwohl, hier ist viel Freifläche, ne? Da am Strand. Könnt ihr schon mal bremsen? Gleitflug. Kemkuyal-Rajang. Da ist doch eine Straße. Wow, mitten in der Ortschaft landen. Da sind Autos! Oh. Aber hey! Seht ihr, was ich geschafft habe? Das Flugzeug steht! Und ist fast noch ganz. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach, guck mal, du hast das Gegenstück zu meinem rosa kleinen Autochen. Gut, ich habe ein Auto in die Luft gejagt, aber pff, ja. Eine kleine Delle ins Flugzeug gemacht. Aber hey, die Passagiere haben überlebt. Wenn welche dabei wären. Kann man da hinten noch irgendwas sehen? Warte mal. Bevor ich jetzt hier eine Mission starte, möchte ich gerade mal gucken. Pech für dich, Compadre. Liegt hier irgendwo was Zerstörtes? Ne, das despawnt ja alles immer sofort. Aber die Karre ist cool. Und ich passe unten durch, sehr schön. Oh, guck mal hier. Oh, nicht in die Tankstelle. Oh. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus.
Boah, habe ich nur noch Zeit gehabt zum Entfernen aus dem Ding. Boah, wie viele Leute schießen hier auf mich? Ich bin hier direkt an der Militärbasis, ne? Von vorne, von hinten. Ihr habt's ja nicht mehr alle. Hahaha, Idiot! Wow! Was ist das? Ich muss hier weg. Alter Schwede, seid ihr bekloppt? Ey, von wo? Durchs Haus oder was? Lass mich mal gerade regenerieren. Warum schießt ihr da auf die Sprungschanze? Ach so. Ach, das sind meine Kollegen. Ey, der lebt ja noch. Bäh. Habe ich wieder gar keine Munition mehr? Super. Warum habe ich wieder gar keine Munition mehr? Was ist das für ein Scheiß? Ja, natürlich stecke ich was ein, aber wenn ich keine Munition habe, kann ich auch nichts einstecken. Was für eine Scheiße ist denn das immer mit der Munition? Schwarzmarkthansel, komm her, ich brauch dich. Muss ich jetzt echt auf die andere Seite schwimmen? Schießen die jetzt echt immer noch auf mich? Ach ja. Komm, Schwarzmarkthansel. Gib mir mal einfach richtig Munition für alle Waffen, ey. Ich zahle auch 100.000. Exfiltration ist während eines Alarms nicht möglich. Nein, ich will Munition. Nicht einfach nur eine Waffe, sondern Munition. Fallschirm, Scharfschützengewehr, Sturmgewehr, Fernzünder. Gibt's nicht einfach nur Munition? Das ist doch echt scheiße. Komm, Upgrade. Sturmgewehr. 55.000. Ich brauch Munition, nicht die Waffe, du Horst. Pass auf! Das Zeug kommt jetzt runter! Ja, ist klar. Ja, toll! Willst du mich verarschen oder was? Ach, das ist aber jetzt lächerlich. Komm, ernsthaft. Das ist echt lächerlich. Wo spawn ich? Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist echt hart lächerlich, aber ganz ehrlich. Alter, wo bin ich hier? Ernsthaft? Nein. Ach, das ist doch scheiße. Ist der weiße Tiger so krass? An dieser Stelle mache ich leider mal einen kurzen Schnitt, damit es nicht zu lang wird und zu langwierig zum Zuschauen, weil leider sind wir beim weißen Tiger dann doch gestorben und da wieder hinzukommen dauert sehr lange, weil es weit weg ist und ich schneide mal ein Stückchen raus und lasse den Flug mit dem Helikopter dann in Fast Forward laufen. Dass man es zwar sieht, aber dass es nicht so lang und langweilig wirkt. In diesem Sinne, mit dem Helikopterflug geht's jetzt weiter. Viel Spaß beim Zuschauen. Sorry und trotzdem danke.
Upsi, das war geplant. Absolut geplant. Ich wollte hier schon mal immer in der Wüste. Nein, ich muss ja noch den Schwarzmarkt-Heini rufen, ne? Ich habe ja gar keine Munition mehr. Ich glaube, ich muss ihn direkt viermal rufen. Auch nicht so toll. Ich hätte echt gerne mal komplett Munition für alle Waffen, aber es geht offenbar nicht. Dann muss ich mich halt mit dem Sturmgewehr begnügen. So langsam lässt unser Geld auch auf sich warten, ne? Ich glaube, ich kann das hier einfach mal überspringen, ne? Das ist ja jetzt sehr unspannend. Dann rufe ich dir nämlich nochmal Ausrüstung. Ich hätte gerne... Gibt's nicht auch, gibt's eigentlich nicht für die Mini-MG? Da habe ich doch irgendwo gesehen. Splittergranate, Pistole. Fallschirm. Revolver will ich nicht. Scharfschützengewehr. Maschinenpistole. Wieso kann ich die nicht kaufen eigentlich? Steht da irgendwas? Gesperrt wegen? Nö. Revolver. Ich will für die normale Pistole, will ich aber auch noch Munition dann haben. Zack. Jo. Lieferung ist unterwegs. Ach, guck mal. Zack. 180 Schuss dafür. 198 Schuss dafür. Einmal nachladen. Einmal nachladen. So, komm, ich würde gern echt die... Die kommt wie gerufen. Ach, guck mal. Ach, hier geht das nicht. Das heißt, ich habe die Maschinenpistolen jetzt ausgetauscht. Okay, ja. Trotzdem würde ich hier gerne aus der Wüste wegkommen. Wo ist der nächste... Wo ist die nächste Straße? Da unten? Ist das eine Straße? Jo. Nee, ich glaube, dann brauche ich aber trotzdem nochmal den Schwarzmarkthändler. Kollege? Ich bräuchte ein Fahrzeug. Und zwar ein Quad. Das ist doch mal eine gute Idee. Das passt doch hier im Gelände. Das haben wir nämlich auch noch nicht gefahren, ne? Dann zeigen wir wenigstens auch noch mal was Neues. Pass auf! Das Zeug kommt jetzt. Ja, komm, Klappe. Ja, da steht's doch. Super. Wow. Oh, ich will's aber nicht direkt in die Luft jagen, wenn ich hier irgendwie den Berg runterjette. Wow. Aber ich treffe natürlich die zwei Palmen, die da auf 100 Metern Breite stehen. Kommt das Ding dann auch wenigstens den Berg hoch? Ja, passt. Na komm, da hoch will ich. Ich wäre schon lange umgekippt, oder? Das geht aber. Man kommt hier doch gut vorwärts. Wow! Nicht gegen den Stein, danke. Querdrift am Berghang. Mhm. Gute Lösung. Diesmal nicht an den Baum fallen. Immerhin habe ich einen Platt gemacht. Ja, das war geplant. Das war natürlich geplant. Kollege, ich hätte gern nochmal ein Fahrzeug, und zwar ja, alternativ. Da gibt's dann doch ein bisschen wenig. Es gibt so viele Fahrzeuge, beziehungsweise ich komme nicht dran. Warum sind sie gesperrt? Bin ich echt noch nicht weit genug im Fortschritt? Ach du Scheiße. Hier, die Karre gefällt mir, die hätte ich gerne. Was gibt's denn da sonst noch? Das war's schon. Oh Gott! Wenn das Ding Munition hat, dann will ich ihn später haben. Ja gut, ich würde fast behaupten, ich will nochmal das Quad haben. 25.000. Also dafür, dass wir über 500.000 hatten und jetzt nur noch 300.000, bin ich nicht so überzeugt davon, dass man im Spiel genug Geld hat, immer wieder Fahrzeuge zu kaufen. Gut, wenn man sie natürlich mutwillig, naja, mutwillig war es nicht, aber dumm kaputt fährt, auf dem Weg zum Ziel und dann wieder neu kaufen muss, dann ist das auch nicht das Schlausten, aber... Ach, guck mal. Wow. Wow. Ich lenke nach links. Wow.
Ich hab's zur Straße geschafft. Ich glaub's nicht. Lebend. Okay, auf der Straße ist das Ding grauenvoll. Kommt überhaupt nicht vorwärts. Geil, so ein alter Bus. Die Karren sind aber hier auch ultra hässlich, die wir hier fahren. Na gut, was willst du hier in der Wüste groß anderes fahren als so ein Pickup oder so? Ach komm, so ein Ding nehme ich mir jetzt mal. Hä? Hinter mir waren noch gerade 3 Stück. Kollege, ich hätte gern Ihr Auto. Hey, spinnst denn du was? Pech für dich, Compadre. Ja, ne? Ja, rein mir. Achso, ich wollte eigentlich das andere haben, ne? Was ist denn hier los? Ich habe nichts geklaut, nein, ich fahre nur so hier rum. Oh, der geht aber gut. Wow. Oh yeah, ich sehe da was. Was mir gefällt. Wuhu! Doch, das ist doch anständig, oder? Damit kann man leben. Oh, ich habe die Klappe auf. Oh, und die Stoßdämpfer quietschen. Super. Stopp. Ich wollte hier irgendwie abkürzen. Ich kürze hier ab. Wenn ich da durchkomme. Oh, die Karre kommt da hoch. Jawohl. Komm. Komm, streng dich an. Letztes Zipfelchen, das schaffst du. Jawohl. Und jetzt geht's wieder bergab. Wuhu. Oh oh. Yay! Oh oh. Halt, stopp. Danke. Super. Ich muss mich in die andere Richtung. Ey, haben die den jetzt echt platt gefahren? Ihr seid ja Schweine. Auch immer diese Steine überall, die einen so bremsen, als wäre... Komm schon, 400 Meter. Der weiße Tiger wartet auf mich. Aber er wartet nicht ewig. Oh Gott, hier ist direkt wieder dieser Militärstützpunkt. Das finde ich irgendwie ungeil. Aber diesmal habe ich ein ziviles Fahrzeug, wo sie nicht direkt auf mich schießen, offenbar. Hm? Was? Zisch ab, was? Kalkedel? Ey, yo, Meister. Bist du der weiße Tiger? Ich suche Ken Pang. Sloth Demon hat gesagt, sie wüssten, wo er ist. Ken Pang. Ja, den kenne ich, aber dich kenne ich nicht. Ah, ja, Ken Pang. Jetzt fällt's mir wieder ein. Er hat wegen seiner Spielschulden ziemlich große Probleme. Ich habe gehört, die wollen ihn wohl umlegen. Ich würd's mal in der alten Lagerhaus-Spielhölle in der Wüste versuchen. Wenn du dich beeilst, lebt er vielleicht noch. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Mhm. Beim aktuellen Kurs eures Panautalers wäre es teurer gewesen, dich zu erschießen. Der weiße Tiger. Darf ich ihn denn wenigstens killen, oder... Ist Ken Pang der weiße Tiger? Ich habe keine Ahnung. Hör zu, Scorpio. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Wir müssen Ken Pang am Leben halten. Betrachte es als geschäftlichen Bonus. Okay. Wie auch immer. In welche Richtung soll ich denn fahren? Oh. Meter. Ich muss nur über die Straße. Gibt's hier eine Brücke? Ich muss da so rüber. Im Auto komme ich da anscheinend nicht hin. Mit dem Bötchen da? Das steht da so rum. Aha. Was ist das? Achso, ich kann drauf schießen. Nee, das möchte ich nicht.
Patani Gluai Turing. Okay. Da steht kein Auto rum, ne? Nee, dann fahren wir eine kürzere Strecke hier. Oh oh. Ich habe leicht Angst, was da jetzt auf mich wartet. Ach guck mal, da ist nämlich auch ein Anlegesteg. Haha. Explodiert das Ding, wenn ich da reinfahre? Nö, gut. Ups, ich hätte gern die andere Knarre. Damit fühle ich mich sicherer. Es ist noch zu früh. Wenn der Türsteher der Opiumhöhle recht hat, bringen Sie Pang bald in den Hof, um ihn zu ermorden. Bereite alles vor, indem du die Wachen tötest. Und lock dann die zockenden Gangster nach draußen. Die Wachen töten. Okay, was sind die Wachen? Der Typ da? Nee. Oder? Doch. Der hat eine Knarre in der Hand, ne? Ja, genau. Den soll ich erschießen. Kommt man hier drunter? Nee. Was ein Schwachsinn. Der ist grün. Den darf ich nicht erschießen. Das ist ein Zivilist, ja? Oh, guck mal. Ich sammle erstmal Geld ein. Das kann man nämlich mittlerweile doch gebrauchen. Zack. 2,5k. Zivilist, Zivilist. Die Mission schnalle ich schon wieder nicht. Hey, aufpassen! Oh, Munition! Bäh! Ja, wie viel? Was? Aha. Ich hab doch irgendwo so ein Scharfschützengewehr. Wieso habe ich das eigentlich nicht mehr? Och Mann, das hat er wieder weggelegt. Das gibt's ja gar nicht. Na gut, dann muss ich das halt anders machen. Ups. Da oben. Tot? Ja. Easy. Kann ich da hoch? Hier geht's da bestimmt irgendwie hoch, oder? Nö. Wie viele Wachen haben wir denn hier, die ich noch töten muss? Ah, da war was. Ach, du lebst noch. Okay, vorrück, ja. Schnapp dir das Walkie-Talkie und lock sie nach draußen. Walkie-Talkie? Ich schnapp mir jetzt erstmal Gesundheit. Fahrzeugteile. Ah, Walkie-Talkie. Da muss ich da hoch. Zack. Ach, guck mal, da kann ich sogar ganz hoch. Zack. Dann will ich hier mal rauf. Ah, kickst du an. Ich hab das Scharfschützengewehr ja sogar. Ach nee, so tausche ich das. Kommt wie gerufen. Mhm. Walkie-talkie. Ich hab Schüsse gehört. Können wir mit der Hinrichtung weitermachen? Es gab nur ein kleines Problem. Aber alles ist bestens. Gut, ich kann's kaum erwarten, diesen Wurm einzugraben. Nein, wir kommen jetzt raus. Nicht. Bitte, ich zahle alles zurück. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du unser Geld verschleudert hast. Nein, bitte, ich bring das wieder in Ordnung. Bitte tun Sie das nicht. Der weiße Tiger ist ja schon eine ganz schöne Pussy, wa? Schalte als erstes den Henker aus. Wo ist er denn? Jetzt trennen sich unsere Wege, alter Freund. Sie fahren für ihre Sünden zur Hölle. Und ich... Bam! Bitte, Mister, bringen Sie mich raus hier.
glaube, ich tausche wieder. Die hat ein bisschen mehr Munition, die Knarre. Nein! Okay. Alt F9. Tja, liebe Freunde, wie ihr gesehen habt, hat sich das Spiel leider mal wieder aufgehangen. Es mag nicht zwingend am Spiel liegen, sondern eher daran, dass ich im Hintergrund 10 Programme offen habe, rendere und so weiter. Wobei eigentlich bei einer dicken 4-Kern-CPU sollte sowas nicht Probleme verursachen und bei 32 Gramm schon mal gar nicht. Aber ich habe halt die Schwierigkeiten. Ich glaube, ich werde das Spiel auch nochmal neu installieren, damit ich auch diese Fehler mit den Blutflecken, die da riesengroße Dreiecke verursachen, gebacken kriege. Und beende die Folge an dieser Stelle, habe sie ein wenig gekürzt und geschnitten, dass es nicht ganz so dramatisch wirkt. Und werde die Mission dann vermutlich nach einer Flugphase, die ich entweder wieder schnell mache oder rausschneiden werde, nochmal starten und versuchen, diesmal erfolgreich zu absolvieren. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!